Was Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Im letzten Part sind wir nahe an dem Boss von Riku Story gelangt, aber wie ihr seht, zählt das Spiel schon die Sekunden, bis ich wieder Sora spielen muss. Und ehrlich gesagt, die Welt will ich als allererstes mit Sora abschließen. Ist einfach besser wegen der Thumbnails. Ich habe mir da schon was Bestimmtes ausgedacht aufgrund der Events, die da passieren. Natürlich werden wir wahrscheinlich einmal zu Riku stürzen, bevor wir mit Sora überhaupt fertig werden. Aber das macht eigentlich gar nichts. Nehmen wir noch die Potion. Das macht eigentlich gar nichts. Ich werde dann nämlich sofort augenblicklich wieder zurückstürzen. Mal gucken, wo waren wir denn hier? Bei Sora waren wir noch ziemlich am Anfang und haben eigentlich noch gar nichts weiter gemacht. War es bei ihm, wo wir eigentlich die, sag schon, die Blumen da hatten? Okay, das hat gerade nicht so gut geklappt. Ist aber auch egal. Ich lasse das jetzt einfach mal so durchgehen. Level 9! Riku ist auf jeden Fall 2 Level weiter. Das ist eine Tatsache. Mit Sora war ich gerade am Truhen sammeln. Und ich weiß eine, die wir mit Sora auf jeden Fall noch nicht geöffnet haben. Nämlich nicht hier direkt, sondern die existiert gar nicht bei Sora. Hier war doch eine Truhe bei Riku. Die da hinten aber auf jeden Fall. Funkra. Mann, und ich habe noch nicht mal den Funken eingesetzt. Da hatte ich mal einen Funken Hoffnung, dass ich den Funken vielleicht irgendwann in mein Kommandodeck packe, aber nein, dann kommt Funkra und macht mir alles kaputt. Es gibt eine kleine Sache, die ich euch sagen muss. Als ich letztens meine Abschlussprüfung hatte, meine schriftliche, und danach noch, naja, 45 Minuten auf meinen Bus warten musste, habe ich mich einfach an den Bahnhof gesetzt, meinen 3DS rausgepackt, den ich für genau so einen Fall mitgenommen habe, und meine Geister lediglich gestreichelt. Und alle Wasserfass-Minigames, die ich hatte, mit den Geistern gemacht. Sodass ich mit jedem Geist bis auf einigen die gewünschten Linkpunkte zusammen habe, um die Fähigkeiten und Kommandos zu bekommen, die ich von ihnen habe. Ich denke mal, wenn ich das zwischen den Sessions mache, ist es nicht gerade so verkehrt, weil ihr habt ja gesehen, was ich da mache und es wird nur repetitiv, wenn ich das im Let's Play mache und dann können wir insgesamt mehr schaffen, haben trotzdem den Vorteil davon, dass ich das gemacht habe. Trotzdem kann ich nicht versprechen, dass ich nicht, das nicht auch zwischen den Sessions mal machen werde. Wenn ich sehr lange Aufnahmesessions habe, muss ich mich ja auch irgendwann mal um die Geister kümmern, damit ich hier nicht mein Kommandodeck und so weiter verarmen lasse. Ist ja auch so eine Sache. Ich kämpfe viel zu viel. Fällt mir auch gerade auf. Ich sollte eigentlich meine ganzen Bonis entgegennehmen, meine Fähigkeiten und alles entgegennehmen und Truhen suchen. Also ihr seht, wir haben hier Namerinom, Sudroka und Barkühl. Und für jeden von denen kann ich den Fertigkeitslink schon zu meinen gewünschten Fertigkeiten hin machen. Bis auf Namerinom natürlich, weil er noch nicht Stufe 25 ist. Aber, jetzt muss ich gerade erstmal gucken, was ich alles für ihn wollte. Ach so, für ihn habe ich Linkpunkte lediglich gesammelt, damit er hierfür irgendwann bereit ist, wenn er die Stufe erreicht. Aber jetzt im Moment kriegt er erstmal seine anderen Fertigkeiten, damit er alles hat. Damit ist er eigentlich voll ausgebildet. So, Sitroka brauchte soweit eigentlich gar nichts weiter. Von ihm wollte ich auch nichts weiter. Deswegen wird er mein Team auch demnächst verlassen. Er hat jetzt 30 übrig, also würde ich mal sagen, kann ich ihm... Ach nein, er hat ja 29. Hä, egal. Dann kriegt er halt nichts. Bei Baku ist das eigentlich ziemlich ähnlich. Meine ganzen Wunschsachen habe ich. Auf Verwirrschlag kann ich verzichten. Also werden wir gleich mal die Gruppe ändern. Ihr drei raus und ich würde sagen, wir tauschen euch gegen die oberen drei aus. Sorry, da bin ich gerade mit meinem Stylus an das Mikro gekommen. Und jetzt gucken wir mal wieder nicht auf Gruppe ändern, sondern auf den Fertigkeitslink. So, wir gehen mit ihm die volle Route. Alles, was ich haben will. Okay, draußen ist ein Krankenwagen, das ist sehr schön. Und damit meine ich nicht den Hilfsboost oder alles, was wir auf dieser Route haben. Wir bleiben auf der oberen Route. Nur das Item, was ich brauche, kenne ich nicht. Aber offenbar habe ich das Item. Und dann gehen wir Feuerer. Er wird uns hier alle Radzauber bringen. Items.
Farbpistole blau, 20 Stück. Okay. Farbpistole gelb, 30. Lässt sich zusammenkaufen. Auch für das Tama-Schaf hier. Schlaf und alles, was ich noch haben will. Mal gucken, was will ich denn haben? Ich will auf jeden Fall die Geheimroute, das weiß ich. Mal gucken, er hat einen HP-Boost. Oh, Ballon. Er hat dort einen weiteren Ballon. Aber Schlaf Ra und Schlaf Gar wollte ich auch gerne haben. Da ich aber mit ihm noch Link-Sachen machen muss, würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die anderen Sachen. Und den HP-Boost. HP-Boost-mäßig sollten wir eigentlich schon soweit ausgerüstet sein. Eis. Mit dir wollte ich noch einiges haben. Medica, Eis Ra. Ich wollte mich noch zu Eis Gar hinbeamen und natürlich zum HP-Boost. Die Riege ist mir total egal, deswegen gehe ich da nicht lang. Auch die linke Seite hier ist mir total egal. Die Stufe kann ich schon öffnen, sehr schön. Dann haben wir Eis Ra auch noch einmal ein zweites. Die Stufe ist noch verschlossen. Was ein bisschen schade ist, Stufe 20. Ah. Nun, weil ich dich dann eh noch aufleveln muss, würde ich sagen, kann ich den Rest auch erstmal für andere Sachen ausgeben. Fesselblocken. Heilkunst. Ich schätze mal, das machen wir dann so. So, mit einigen Geistern, wie ihr seht, hier muss ich noch andere Punkte sammeln. Für dich bin ich auch soweit durch. Da muss ich noch die Items haben, aber die werde ich mir dann demnächst kaufen. Okay. Okay, dann Gruppe ändern wieder. Und diesmal die untere Riege. So, ich glaube, hier habe ich teilweise noch nicht alles, was ich brauche. Ich habe auf jeden Fall für Feuer schon alles parat. Und für den Charmeur habe ich alles parat. Bis auf natürlich die zwei Links. Aber den können wir sofort kriegen, wenn wir soweit sind. Das sind 200. Wofür habe ich die extra 100? Ich glaube, die habe ich zufällig gemacht. Feuerfest. 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 Ich habe noch knapp 100 übrig. Dann schätze ich mal, mache ich die zwei Feuerfest. Dann brauche ich nur noch einen Linkpunkt, wofür ich ihn dann auch einfach streicheln kann. So, und jetzt hier, der Kuma Panda. Dann nehmen wir den Kreiswurf und auf jeden Fall die HP und die Geheimroute. Mal gucken, was hat er denn da? Fesseln, aha. Combo Plus, naja. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall das Interessanteste, was er hat. Luftstaccato. Da wollen wir langsam hinkommen. Dafür brauchen wir dann noch zwei Links. Okay, lässt sich machen. Dann gehen wir einmal auf Fesseln und einmal auf den Item Boost. Und hier muss er Stufe 20 sein. Oh Mann, immer diese Stufe 20. Gift. Für den hier habe ich auf jeden Fall noch nicht genug gesammelt. Ich wollte den Charmeur haben. Das ist eine Sache. Ich wollte oben zum HP-Boost und zum Giftsturz. Und zum Gravischlag und zum letzten HP-Boost wollte ich auch noch kommen. Wie viele Links? Wieder zwei. Immer diese zwei Links. Mensch. Und damit müssen wir jetzt auf die Stufe warten und die restlichen 157 sammeln. Okay. Das war's also soweit. Da muss ich jetzt nur noch die Link-Verbindung mit meinen Geistern machen. Das machen wir natürlich zwischendurch. Jetzt gucken wir aufs Kommandodeck.
Wir haben eine Fertigkeit, die wir noch nicht reingenommen haben. Wir haben jetzt jede Menge Feuerer, Eisra haben wir einmal. Wir haben sogar einmal Vitra, was wir gerade reinnehmen. Medica Antigravra. Wir haben sogar einen zweiten Ballon. Mal gucken, wir tauschen einfach alles ein bisschen aus. Beschwöre zwei Ringe aus sich drehenden Lichtstrahlen herauf. Strahlen? Lichtkristallen. Oh Mann. Die Gegner bei Kontakt Schaden zufügen. Das kann nur Sora machen. Ihr seht, wir haben einiges an Kommandos. Wir brauchen zwei Slots, ne? Nein, braucht es nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Kommando jetzt erstmal für Sora. Das Kommandoset. Riku. Ich denke mal. Schwinge dein Schlüsselschwert um dich herum, wobei es Gegner in Umkreis trifft und fesselt. Gravischlag. Führe einen Drehangriff aus, der bei manchen Gegnern Antigrav auslöst. Kann man ja machen. Statt dem Elektrosturz dann noch Antigravra. Und da wir Antigravra haben, können wir dann wieder einen zweiten Ballon wirken und so sollte das gut sein. So. Das war eine Menge Aufleveln. Jetzt ist noch die Frage, welche Truhen könnte ich übersehen haben? Die oben beim Turm gab es einfach nicht. Also ich schätze mal, wir gehen einfach weiter. Warte mal, das ist zurückgegangen. Ach, ich bin auf dem Platz wieder. Verdammt. Platzverweis. Vielen Dank, Spiel, dass du mir nochmal das Ziel anzeigst, aber eigentlich weiß ich noch, was ich zu tun habe. Kannst du es mir nochmal sagen, Spiel? Suche Esmeralda im Hof der Wunder. Das ist ein Ort, den wir mit Riku nicht gesehen haben. Werden wir also noch. Und hier ist Funkra. Einfach mal abgebrochen. Sehr schöne erste Nutzen. Und guck mal, die ganzen Ballons, die bleiben alle da. Sie überschreiben sich nicht wie das Minenfeld aus Birth by Sleep. Und Antigravra. Extremer Radius. Wie schön, die Kuma-Pandas mal auf meiner Seite zu haben. Vor allem diesen Bodenaufreißeffekt. Hier muss doch eine Truhe sein. Wollte ich doch sagen. Sehr schön. Viele Geistmaterialien. Und dann sollten wir weiter. Nun, das ist die Brücke, wenn sie nicht unter Beschuss ist. Und eine Truhe, die ich als Riku, wenn sie dort überhaupt ist, definitiv übersehen habe. Ein bisschen ärgerlich. Wir sollten mal eine Linkverbindung machen mit Aristeles. So sieht das nämlich aus. Wir können ihn steuern und den Angriff selbst bestimmen. Oh ja. Ich mag die Linkverbindungen von Riku zwar lieber, das heißt aber nicht, dass die von Sora schlecht sind. Vor allen Dingen sind die von Sora kreativ auch. Wie die Geister individuell ihrer Erscheinung nach eingesetzt werden von Sora. Wie ihr es gerade gesehen habt, er reitet einfach auf der Ziege und nutzt ihre Feuerfertigkeit. Hat er gerade was gelacht? Bitte sagt mir, dass er nichts gelacht hat. Ich hab Angst. Und Elefanten. Interessiert mich reichlich wenig, weil ich sehr viel Crowd-Control-Magic jetzt drin habe. Und meine zwei Ballons und den Antigravra und den Funkra sogar auch. Wartet nur, bis wir Funkgar bekommen. Und da habe ich noch Vitra, das sollte auch für was gut sein. Eine bessere Heilung natürlich. Genau, Sora. Die Fässer haben dir ein persönliches Leid angetan. Töte sie dafür. Ich glaube, eines der Fässer hat tatsächlich deine Mutter auf dem Gewissen. Ach nein. Das war ja im Prinzip Anze, weil er die Schicksalsinseln ins Reich der Finsternis geschickt hat. Ich frage mich, ob sie jemals erfahren hat, dass Sora, naja, ein Jahr weg war, nachdem sie ihn zum Essen gerufen hat. Länger ja noch.
Sora war ja nie zu Hause bis zum Ende von Kingdom Hearts 2. Und danach circa ein Jahr da, okay, aber sie muss sich echt gewundert haben, wie ihr Junge in der Zeit plötzlich gewachsen ist und wo er war. Was die Leute in der Schule wohl gesagt haben. Das sind alles Fragen, die sind eigentlich ziemlich wichtig und werden in Kingdom Hearts komplett bisher nicht gestellt. Farbpistole rot. Kann es nicht blau oder gelb sein? Ich meine, genau die brauche ich doch. Ich will noch machen, bis wir das Event haben, damit ich irgendwas für die Thumbnail habe. Irgendwas Handfestes. Lass mich mal gerade machen. Du bist da. Verbinden. Und dann langfahren. Wer war jetzt verwirrt? Die Katze oder ich? Offenbar ja Sora. Also, in dem Fall dann ja ich. Das war die zweite Antwortmöglichkeit. Aus irgendeinem Grund habe ich mich mit Sora gleichgesetzt. Ich verstehe noch nicht, warum die Fahrt abgebrochen wurde. Funkra ist schon echt übel. Wann kann ich endlich ein Link-Kommando mit meinem Kuma-Panda machen? Irgendwie fehlt mir das gerade. Mit dem muss ich ja auch noch welche machen. Oder war das? Das war die Echse. Ich hab sie jetzt mal gerade spontan ausgetauscht. Ich hoffe, ich sterbe nicht, damit dieses Menü nicht nochmal gemacht werden muss. Okay, hier geht jetzt gerade einiges ab. Die gegnerischen Barkels, die gegnerischen Wampel-Komoris nerven doch jetzt ganz schön. Jemand sollte sie ausrotten. Und dieser jemand muss natürlich ich sein. Ja, sagt Sora. Er stimmt zu. Scheinen dieselben Truhen zu sein wie bei Rico. Wir haben diesmal nur den anderen Weg offen von hier aus. Und jetzt nehmen wir den Ballon mal. Alter, wie stachelig der gerade eingefroren war. Okay. Guck mal, wessen Link wieder voll ist. Aus irgendeinem Grund lädt er sich viel schneller auf. Na, wobei, ich habe ja auch den Panda ausgetauscht. Ich sollte auch schon das Richtige angreifen. Naja, immerhin ist das jetzt down. Ich hoffe nur, ich sterbe jetzt nicht so viel wie Riku bei dieser Stelle. Vor zwei Parts war das ja. Das war leider der böse Ballon, der, den ich nicht gut gebrauchen kann. Wir können ihn natürlich lang, wo Rico lang gegangen ist, aber eben nicht zum Vollen. Weil der Weg wird dann gleich abgesperrt sein, weil wir die andere Seite lang gehen müssen als Sora. Eine Questions. Ich sollte vielleicht noch die Sturzpunkte auch einsammeln. Ich düse mal hier hin. Ich habe gehört, hier wird ein kostenloser Südseeurlaub angeboten. Oder hier. Vielleicht auch hier. Ich muss mir meine Urlaubssucht mal abgewöhnen. Und Slam! Und auf die Frage, ob es in Kingdom Hearts komplett, also in dem Universum, überhaupt einen Südsee gibt. Nun, wir sind in Paris. Wieso sollte es dann nicht? Wir sind gerade... Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind gerade im Nachbarland von Deutschland. Gebt euch das mal. Rico und Sora sind gerade fast in Deutschland. Und wer weiß, ob wir da jemals hinkommen. Oh Mann, welches Szenario dafür wohl ausgetüftelt werden würde. Gibt es überhaupt einen Disney-Movie, der in Deutschland spielt? Ich weiß noch, Anastasia in Russland. Oder war das... Russland, Weißrussland, irgendwie sowas in der Art. Oder Ukraine. Nein, Quatsch. Ach, ich weiß nicht, wo genau der spielt, aber irgendwie sowas in der Art war das doch. Kam mir sehr russisch vor in meiner Erinnerung. Ich weiß aber auch nicht mehr viel über den Film. Habe ich vor zig Jahren mal gesehen. Man sollte meinen, dass jetzt eine Cutscene kommt. Kommt aber nicht. Stattdessen haben wir einen Speicherpunkt. Ach Leute, das nehmen wir mal als Zeichen. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out.
Schreibt mal, gab es einen Disney-Movie, der in Deutschland spielte? Und könnte es sein, dass wir den im nächsten Kingdom Hearts, also Kingdom Hearts 3, im Laufe der Komplettserie tatsächlich durchnehmen? Für wie wahrscheinlich haltet ihr das? Und gab es dann natürlich irgendeinen? Eine kleine Frage an euch, von mir. Tschüss!